So, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Das Spiel, weiß ich noch nicht, ob es ein Let's Play wird oder ein angezockt. Es heißt Darkness 2. Das habe ich mir mal vor langer Zeit gekauft. Hab's nie gespielt, keine Ahnung, hatte irgendwie nicht so große Lust dazu und dann kamen immer andere Spiele und dann habe ich das so ein bisschen verdrängt. Und ja, ich habe weder Darkness 1 gespielt, noch habe ich Ahnung, worum es geht. Okay, ihr wisst ja, wie es anfing. Am Anfang war das nichts. Leere, nichts bis auf völlige Dunkelheit. Und so hat's die Finsternis gewollt. Erst als Gott meinte, es werde Licht, wurde es hässlich. Erst war es harmlos. Ein Planet hier, Sonne da und so. Als nächstes waren da Menschen und Kühe und Zeugs. Jede Menge, überall. Natürlich, klar, die Finsternis war angepisst. Von damals an zog die Finsternis durch die Welt, in einem menschlichen Träger nach dem anderen. Jeder von ihnen dachte, er wäre ihr Meister. Aber du besitzt die Finsternis nicht. Die Finsternis besitzt dich. Vorwärts zu einem Jackie Estacado. Der Standardtyp. Null Familie, null Hoffnung, null Zukunft. Er war am Ende genau da, wo man es erwartet und ballerte Leute für die Franchetti-Familie um. Das Leben war insgesamt ziemlich düster für Jackie. Dann kam sein 21. Geburtstag. Und alles wurde noch düsterer. Man mag glauben, ein paar Superkräfte wären ganz cool für Jackie. Naja, bei seinem Beruf als Killer und so. Und wäre da nicht dieser Dämon in ihm, käme das hin. Denn die Finsternis machte Jackie nicht nur stärker, sie machte aus ihm einen Gott. Aber nur, wenn das Licht aus war. In 0,0 war die Mafia hinter Jackie her, wollte seinen Tod. Einfach so, die New York City Mafia gegen Jackie und die Finsternis. Doch so düster es auch war für Jackie, es gab noch Licht in seinem Leben. Und ihr Name war Jenny. Diese Kids, die waren lange zusammen. Ich denke nicht, dass jemand widersprechen würde, dass sie zusammengehörten. Und das ist wohl die Tragödie daran. Die Mafia war noch hinter Jackie her. Sie wussten, der schnellste Weg, ihn zu kriegen, wäre, ihm den Sinn des Lebens zu nehmen. Jenny zu töten, war so ziemlich das Dümmste, was die Mafia tun konnte. Damit hatte Jackie nicht nur nichts mehr, wofür er lebte. Er hatte nichts mehr zu verlieren. Hm. Und die Finsternis? Jackie konnte sie viele Jahre lang unterdrücken, aber so sehr er es auch versucht, niemand kann die Nacht verhindern. Wenn er dieses Ding in sich nicht bald kontrollieren kann, wird bald nichts mehr von ihm übrig sein. Dann wird Jackie nur noch eine leere Hülle sein. Und das ist es, was die Finsternis will. Okay, das war jetzt so ein bisschen die Vorgeschichte. Ganz cool. Also wir haben unsere geliebte Partnerin verloren. Und haben uns wohl mit der Mafia angelegt. Also wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung zu der Vorgeschichte. Und ich habe ein bisschen Angst wegen der Steuerung. Weil ich bin echt kein Tastatur-Fan. Oh, ich sollte vielleicht drücken müssen, sonst kommt das Ganze nochmal. Ja. Ja, dann machen wir doch mal neues Spiel und gucken, wie ich absolut versage. Eine Geschichte. Das ist doch schon das Einfachste, ne? Der Schläger. Oh Gott, hoffentlich. Ah, okay, hier sind noch so kleine Einstellungen. Boah. Boah, so wär's mal mega gruselig. Wollen wir ein bisschen Pussy machen? So schaut alles zu nett aus. Aber wir sollen ihn halt kaum noch sehen, ne? Also so sehe ich ihn halt gar nicht mehr. Und so würde ich ihn gern sehen, also den Kerl hier unten. Ja, okay, wir machen halt Mittel. Ja. Was? Kommt jetzt dasselbe Geschmarri nochmal? Ich glaube ja. Ja, okay, ich klick. Ich habe es nochmal weggeklickt. Kurz bevor mein Vater starb, sagte er mir,
Jackie, vor dem Schicksal kannst du nicht fliehen. Aber versuchen musst du es verdammt nochmal. Da war etwas in mir. Etwas Schreckliches. Und es wollte raus. Als es raus war, musste ich zusehen, wie der einzigen Person, die mir je wichtig war, der Schädel weggepustet wurde. Dann gab es mir die Macht, die Dinge gerade zu rücken. Zeug, das man sonst nur aus Albträumen kennt. Das Töten machte es nur stärker, schwerer zu kontrollieren. Doch am Ende konnte ich es begraben. Aber seitdem sucht es nach einem Weg hinaus. Es nennt sich selbst die Finsternis. Okay. Ich würde mir das... Jackie, schön dich zu sehen. Komm rein. Hi, Vinny. Wie geht's okay, dir? Mach ich. Welcher? Hey, Jackie. Sieh dir mal die Hupen von den Brünetten rechts von dir an. Hä, rechts nein, von mir? Nein, das andere rechts. Du bist ja auch so ein Kasper. Wobei, ab und zu verwechsel ich tatsächlich auch rechts und links. Das ist links von ihm, Schwachkopf. Hey Jackie, guck mal, sie haben ein Bild von deinem Dad aufgehängt. War ein guter Mann, dein Vater. Guter Mann. Hey Mann, hör auf, dich hängen zu lassen. Komm schon, Boss, sie haben dir deinen Tisch fertig gemacht. Nein, ich will nicht. Die Zwillinge warten schon. Großartig. Hey Enrico, ich hab dir die Karte für das Zwillinge. Spiel. Geht auf mich, mach's gut. Frankie, alles klar? Mr. Galvani, schön, dass Sie wieder in der Stadt sind. Wir bringen Ihnen eine neue Aktion. Yo, Billy, wie geht's dir? Oh la la. Nicht schlecht. Ey, die hat mich angelächelt. 100 Pro. Hey, Kenner. Zum Mitnehmen, bitte. Schnell, schnell. Ich hab's eilig. Ja, oh, tut mir wirklich leid, Gaston. Ja, du musst ja auch hingucken, wo du läufst. Das könnte ich sein. Bitte sehr, Boss. Bon Appetit. Warum haben die keine Teller? Hi, Jackie. Erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Na? Was ist? Na klar tut er das. Vertraut mir. Ich wünschte, ich würde. Oh, Scheiße! Jackie, runter! Okay, Ende. Das Spiel ist jetzt vorbei. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hab natürlich gewonnen. Bleib bei mir. Oh, Scheiße. Seht euch sein Bein. Was machen wir? Ihr Jungs, geht vor. Ich bring Jackie hinten rum raus. Jackie, hör mir zu. Ich bring dich hinten rum raus. Nimm du das hier. Halt uns diese Kerle vom Hals. Oh nein. Ich muss ballern. Baby, ich bin so schlecht damit. Er drückt R. Wo ist denn er? Und wo ist denn Gegner? Hallo? Komm in die Finn. Ach so, nee. Ah, so kann ich. Ach, hä, hallo? Gott. Bam, bam, bam. Ja, lade doch schneller nach. Oh Gott, ich bin so schlecht in mir. Oh weh. Ich weiß ja gar nicht, wer alles zu mir gemacht. Oh Gott, oh Gott. Ich bin gleich wieder tot. Rico, hinter dir! Oh. Ich glaube, es war einer von uns. Hey, einen Moment. Muss zur Atem kommen. Oh, unser Bein. Oh, gib mir eine Minute, Jackie. Ich habe ewig nicht trainiert. Ich glaube, der stirbt gleich. Ja, hallo, ich kann nichts machen. Hey, ich kann hier... Achso, die kommen ja weiter. Ja, okay, Boss. Ich kann die Küche von hier aus sehen.
Wir können fliehen, aber du musst beide Knarren nehmen, damit ich dich stützen kann. Ja, ist gut. Oh ne, beide auch noch. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ich sehe irgendwie halt nicht. Hallo. Ja, wo sind sie denn? Scheiße. Ich rieche Gas. Beeilung, Vinny! Oh, oh. Sie sind da drin. Das war's. Schnell, gib mir das Feuerzeug. Oh, fuck. Brand in der Hölle, Estacado. Oh, nein. Boom. Ja, was für eine Kraft und wie nutze ich die Niemals. Denn? Niemals! Nie wieder, du Mistkerl! Ich bin deine Erlösung. Oh Gott. Benutze W. Stärker als ein Vater. Provoziert ihn weiter. Du atmest noch, was, Dreckskerl? Na los, komm hierher. Ich hab was für dich. Gib dich mir hin, Jackie! Endlich kann ich mich nähern. Verdammt! Was zum Teufel ist das? Hast du das gesehen? Heilige Scheiße! Jo, läuft! Oh, unser Bein! Jackie? Bist du das? Du... Eins. Was zum Teufel ist denn los, Vinny? Wer war das? Keine Ahnung, Boss. Nach der Explosion habe ich einen hinkenden Typen gesehen, der von seltsam aussehenden Kerlen begleitet wurde. Niemand, der mir bekannt vorkam. Wo ist dieses Stück Scheiße hin? Sie sind die Gasse runter. Der Rest unserer Leute ist vorne, damit ihr euch auf der Straße treffen könnt. Ich komme nach. Muss erst wieder zu Atem kommen. Mach sie fertig, Jackie. Nein, ich will den eigentlich mitnehmen. Weißt du, die Jungs und ich haben schon lange darauf gewartet, etwas von der alten Jackie Estacado-Magie zu sehen. Und jetzt verschwinde. Ich komme klar. Kann ich da noch mal rein? Nein. Der Rest von den Jungs ist auf der Straße, Boss. Geh die Straße runter und stoß zu ihm. Was soll ich drücken? Was ist das? BKSPC? Oh Gott. Habe ich überhaupt so eine Tastatur? Ich weiß sowas gar nicht. Ich habe halt echt keine Ahnung, was das für eine Taste ist. Ich kapiere das gerade nicht. Ich drücke jetzt einfach mal. Huch! Oh, cool, ist cool. W war laufen. Eins ist ganz klar reden, aber... Wow! Drücke BKSPC, ja. Das Coole ist, hier in der Anleitung ist diese Tastatur gar nicht vorhanden. Ist das nicht großartig? Also, ich bin gerade ein bisschen
ahnungslos. Ich komme gerade nicht so wirklich weiter. Oder muss ich alles gleichzeitig drücken? S, P, C. Nein, das geht nicht. Hä, das war die Löschtaste? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was der gesagt hat. Also was halt... Ich weiß nicht, was ich mache, aber ich töte sie. Okay. Ich muss mir mal merken, wie ich was mache. Sieht aus wie so ein Mond. Dödem, dödem, dödem. So kann ich den mal kaputt machen. Halte das und bewege es. Ja, wie oft denn noch? Ah ja. Mhm. Friss Scheiße und stirb, Jackie. Er ist hier. Kuh. Hallo. Kuh, ich hab... Oh, jetzt bin ich gleich tot. Ich bin so ein Held. Kommt schon. Hä, wo sind meine coolen Kräfte hin? Was ist denn? Was ist ein Space? Ich glaube, man merkt, dass ich da nicht so viel zu tun habe damit. Mit Tastaturen. So kann ich nur einen Auftrag. Ja. Das ist doch Springen, das ist doch Leertaste eher. Also Q ist das hier. Das hier ist das hier. Und das ist Laufen. Vor allem ich sag, das hier ist das hier und ich seh dir nicht mal, was ich mache. Ich liebe dieses Lied, komm schon. Was zum Teufel? Kurz haben wir... Hey, warte! Hallos von ihr. Lügen, Lügen. Lügen! Und E. Sollte vielleicht näher ran, ne? Ja, ich glaube, ich mache immer noch einfach mal was falsch. Oh, nach unten. Halte das Rädchen und bewege hoch oder runter. Dauerhaft machen. Aber ich sollte es auch aufs Kabel tun, wenn es da steht. Was ist passiert? Keine Ahnung, eine große Explosion. Haben Sie vermutlich noch in Kansas gehört. Was muss ich machen? Eins. Oh Gott. Er ist es! Cool. Cool.
muss denn von mir fernhalten? Eins. Ja, ich bin voll der Teufel. Das ist der Teufel persönlich! Lass mich nicht sterben! Boah, ich finde das irgendwie geil. Aha, für zwei Waffen, okay. Es ist Estacado! Er lebt! Ihr Penner, werde bezahlen! Ich glaube, ich mag Waffen eigentlich lieber. Cool. Ja, super. Bis ich da bin, kann der ja schon längst aufhören. Wo ist er denn? Oh. Ich werde ganz viel Muni brauchen. Kollege. Bam! Oh mein Gott. Ich hab mich schon gefragt, wann du wieder auftauchst. Ich hab Estacado. Er ist hier drüben. Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Hallo Äffchen, verdammt lang her. Küsschen gefällig? Ich passe, aber danke für die Hilfe. Was riecht hier so? Sag du's mir. Ich komme aus deinem Kopf. Oder hast du das schon vergessen? Komm schon, lass uns spielen. Sympathisch. Aber wie es weitergeht, seht ihr leider erst in der nächsten Folge. Haha, bis dann, groß euer Schlaflos. Tschüss.